Geht die Rallye einfach so weiter, wie es sich gestern angedeutet hat? Gestern der DAX 2% im Plus, da gab es nur eine Richtung, die nach oben. Angetrieben von M&A-Aktivitäten, also Merger and Acquisition aus der Pharmabranche, GlaxoSmithKline, Novartis, AstraZeneca etc. Das sind die Player, die hier am Markt aktiv sind und zukaufen oder austauschen oder wie auch immer. Und das ist das, was die Börsen lieben, wenn hier etwas passiert, wenn hier Kaufbereitschaft da ist, dann schließt man daraus, naja, die Dinge können nicht so schlecht sein, wenn Unternehmen Geschäftsbereiche kaufen oder andere Konkurrenten gar übernehmen. Heute sehen wir in Asien einen gemischten Handel. Der Nikkei ist positiv, knapp über 1% im Plus, aber in China geht es doch bergab. Hang Seng 0,85, in Shanghai 0,38% im Minus. Da ist der HSBC Einkaufsmanager-Index zwar nicht ganz enttäuschend ausgefallen, aber mit 48,3 doch deutlich unter der Expansionsschwelle der Wirtschaft, die ja an der 50er-Marke liegt. 48,3 ist deutlich drunter. Insbesondere die Exportkomponente und die Auftragseingänge in diesem HSBC Einkaufsmanager-Index wieder enttäuschen. Das sorgt für Ernüchterung in China, obwohl ja gestern die Notenbank im Reich der Mitte den Reservesatz für ländliche Banken gesenkt hat. Eigentlich eine liquiditätsstimulierende Maßnahme, die aber jetzt an den Märkten in China nicht angekommen ist. In Australien geht es nach oben 0,64%. Schauen wir uns mal an, was wir heute auf der Agenda haben. Da startet mit den Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, nämlich verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistung. Das gleiche dann aus der Eurozone um 10 Uhr. Heute ja Portugal erstmals wieder am Kapitalmarkt mit einer Anleihe, mit einer länger laufenden Staatsanleihe. Mal sehen, wie da die Nachfrage ist. Vermutlich sehr gut, denn momentan kennen alle nur den Drang in die Europeripherie. Ob das so bleibt, sei mal dahingestellt. Dann die Verkäufe neuer Häuser aus den USA 16 Uhr, nachdem gestern ja die Verkäufe bestehender Häuser, die mit Abstand den größten Teil des US-Immobilienmarkts ausmachen, etwa in der Erwartung gewesen sind. Aber die Preise, die stagnieren, die gehen nicht weiter nach oben. Da ist die Abkühlung wohl schon mitten am Start. Dann nachbörslich heute Zahlen von Apple. Das wird sehr interessant. Heute auch wieder einige Zahlen aus der US-Berichtssaison. Gestern überwiegend ja positive Zahlen. Das hat auch dann die Märkte in den USA gestützt. Schauen wir uns mal an, was Finanzmarktwelt heute zu bieten hat. Schauen Sie da rein, Live-Marktkommentare. Wir sprechen über die Finanzmärkte, wir sprechen über die Welt und über manch anderes. Schauen Sie da ruhig mal rein. Jetzt schauen wir in die Charts. Was macht unser DAX? Der hält sich an der 9600er Marke, kommt hier nicht so wirklich über diesen Bereich hinweg. Allerdings sind wir eben über einige Widerstände gestern gelaufen. Nächster Widerstand jetzt in der Zone 9690, 9700 und dann im Bereich des Allzeithochs, das wir hier ja gesehen hatten, Ende Januar knapp unter der 9800er Marke. Schauen wir uns mal was an, was der Euro so treibt, der heute Morgen eigentlich Strecke machte. Wir waren deutlich über der 1,3830 und jetzt geht es nach unten, aktuell nur noch 1,3807, nachdem wir gestern ja uns erholt hatten von einem kleinen Abverkauf, nachdem die US-Renditen gestiegen sind. Das befördert dann Zuflüsse in den Dollarraum, daher Euro-Dollar schwach. Dann heute Morgen die Gegenreaktion nach oben, jetzt geht es wieder nach unten. Momentan schwer zu handeln, der Euro-Dollar, oben der Deckel bei 1,39 und unten die Unterstützung bei 1,3740. Das dürfte die Zone sein, in der sich die Gemeinschaftswährung noch eine Weile bewegt. Wie wir uns bewegen werden im Marktgeflüster, das sollte Sie interessieren heute Abend. Bis dahin erstmal viel Erfolg, machen Sie es gut, bis dann, ciao.